Herzlich willkommen zurück zu Payday 2 mit mir, dem Markov. Und mit mir, dem Steve. Es hat sich einiges getan, es hat sich weh getan. Also nicht wundern, warum Steve auf einmal hier 1,82 und ich 97 bin. Und warum ich diese geile Totenkopfmaske hab. Und ich immer noch den Neko, den Neko, genau. Ja, es hat sich einiges getan. Grund dafür ist, dass wir halt damals auch einiges am PD aufgenommen hatten und das reicht auch noch. Aber wir haben halt privat natürlich weitergespielt, wie man es hier sehen kann. Mittlerweile bin ich Prestige geworden. Und ich In die würd's. erste Stufe und wir haben auch mittlerweile jede Mission auf schwer abgeschlossen, Maika und ich. Deswegen haben wir die Todeskopfmaske. Die ist die Fahrt freigeschalten. Genau, ich habe es halt noch mit einem Material verschönert, finde ich. Die sieht hier mit der oxidierten Bronze viel geiler aus. Und Genau. ansonsten sieht es so aus. Jupp. Es hat sich Ja. einiges getan. Dazu, ich will mal kurz wählen, neuen Auftrag aus, und zwar Auftragshändler, weil ich habe jetzt hier alle DSCs, Transport und so weiter, die werden wir auch noch zeigen und angehen. Die schlechteren werden wir eventuell auch noch angehen, der Zahnarzt werden wir eventuell noch angehen, mit Hotline Wir hat werden alles noch angehen. alles noch angehen, auf alle Fälle. Weil unser Und nächstes Ziel ist ja mittlerweile das höhergestellte, sehr schwer. alles auf sehr schwer zu machen, ne? Dann noch auf Overkill und Todesmut. Gut, aber Schatten. Boah, die letzten beiden werden vor allem extrem, ey. Ja gut, Schattenraub brauchen wir gar nicht mehr machen. Ja, Schattenraub, das haben wir ja schon 40 Mal auf Todeswunsch. Warte, ich schau mal kurz nach. Ja, also Achtzehn der Mal, ja. Also heißt, ist ganz neu ein DLC. Da spielt alles bei einem Konzert ab und wir versuchen uns oder wir haben uns jetzt in der letzten Zeit versucht, bezüglich die Mission auf Stealth zu schaffen, weil die ist schon recht knackig. Also der Schattenraub ist damit nicht wirklich zu vergleichen. Also der Schattenraub, doch kann man schon vergleichen. Der Schattenraub ist allerdings ein bisschen einfacher. Bisschen viel einfacher. Wer Alesso heißt, ist da echt knackiger. Also Ist knallhart. ist knallhart, ja. Wir haben gestern einfach mal das versucht auf Stealth. Wir haben, glaube ich, wie oft? Vier oder fünfmal haben wir es in Stealth Fünfmal versucht. ungefähr versucht, ja. Auf Und dann Stealth. haben wir es aufgegeben und haben es auf dem lauten Weg gemacht. Man kann einfach die Meute durch. Man kann sich durchschießen oder man kann stealthen. Und ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise? Und heute, wo wir das probiert haben, beziehungsweise vorhin, vor ungefähr 30 Minuten, haben wir, oder vor insgesamt eine Stunde, haben wir es ungefähr dreimal versucht. Und wir haben es einmal fast im Stealth geschafft und einmal haben wir es jetzt im Stealth geschafft. Wir fühlen uns sicher, wir kennen die Map und wir wissen wie, wo was. Und deswegen, lasst euch überraschen, was Genau, der und mittlerweile, über uns geht. also im jetzigen Standpunkt, gibt es noch kein einziges Video, wo wir das hier jetzt aufnehmen. Wohlgemerkt, nicht, wenn wir es hochladen, vielleicht gibt es dann schon das eine oder andere. Aber bis jetzt, guck nochmal schnell nach, Payday 2, Alesso heißt Stealth, gibt es nämlich noch kein Video, wo das Spiel im komplett Stealth zeigt und das auch erfolgreich ist. Mit anderen Worten, wir vom OGM-Team sind soweit die Ersten, die es aufs. Also zumindest jetzt mit Be die sich jetzt an einem Beweis versuchen, weil ich habe hier gerade eins gefunden im Video. In wie viel? Auf Death Wish. Solo Stealth. Ich gerade, ob er erfolgreich ist oder nicht. Ich gucke gerade vor. Okay, der war erfolgreich. Scheiße. Auf Death Wish, Alter. Ich guck mal gerade eben schnell, wie viel Wachen. Achso, ja, wissen wir ja schon. Ja, 16 Aber Wachen. egal. Hat das Also Deathwish alleine? werden wir früher oder später auch natürlich noch hacken. Ist nur Ich ein. meine, bis jetzt haben wir uns alles, was wir uns bis jetzt vorgenommen haben, haben wir geschafft bei Payday. War das jetzt nur Also einer, steht der auch das einem im Todes. Deathwish nichts im Wege. Ja, aber war das nur einer, der es geschafft hat, oder waren das mehrere Spieler? Solo. Ach du Scheiße. Und wie lange hat er gebraucht? 40 Minuten. Wie viel? 40. 40 Minuten. Scheiß Cheater, hey. Okay, ich starte den Überfall. Ja, sonst haben wir gleich einen Part nur mit Gerede. Oh, jetzt geht's endlich los, Kat. Bis Dienstag, Mann. Oder Donnerstag. Je nachdem, wann das Video rauskommt. So, ich habe einfach mal alles gekauft. Weil Weiß es. gar nicht, war schon bei den anderen Aufnahmen der Dings Hoxhard? Ich glaube ja. Das Hoxhard kennen die Leute also schon. Ich sag mal ja, aber wir kommen noch mal kurz drauf zu sprechen. Wir vom OGM-Team haben uns für Payday 2 Hoxhard geholt, die Mod.
sehr praktisch. Die zeigt oben rechts alles Mögliche an. Wie viele Wachen, wie viele Pager, wie viele Leichenzecke und so weiter. Ach scheiße, Kamera ist hier unten. Also das wird schon mal ein bisschen knackiger. Ja, Minecraft nimmt übrigens auf, normal nehme ich ja immer auf, aber es ist dann doch schon deutlich spannender, wenn ihr nachher Minecraft zuguckt. Wieso, weshalb, warum das... einfach viel mehr ab. Wieso, weshalb, warum werdet ihr da noch sehen? Weil die Mission ist da sowas von... Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dafür. Ja, weil die Mission ist fucking awesome. Also, die Party, zumindest. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen. Also, wie gesagt, Kameratyp ist unten. Boah, ich hoffe, ich habe Glück. Und ich finde hier... Ich habe auch Glück. What the... Das ist bei mir. Okay. Ja, und bei mir... Wie weit bin ich schon mal drin? Bei mir ist die zweite Tür. Ich werde wahrscheinlich nur die eine Wache wegknallen müssen. So, erste Wache tot bei mir. Dito. Boah, die Musik ist halt ein bisschen lauter. Es tut mir leid, ich habe die Musik leiser gestellt, aber es hängt nicht mit der Musik zusammen. Ja, also ich muss sagen... Aber dich hört man zum Glück ganz gut. Dich hört man ganz gut. Ich muss sagen, ich habe gestern bei einer Stelle habe ich Minecraft gar nicht mehr gehört. Ich habe die Geisel jetzt mal versteckt. Vielleicht hat es echt irgendwie an der Geise gelegen, dass die vorhin irgendwie immer wieder gesehen wurde. Hm. Wir waren ein paar Mal halt fast aufgeflogen. So, die erste Tür ist nix. Also hier habe ich schon mal eine Tür. Ich knack die schon mal auf. Die ist in der Nähe der Lounge. Bei mir ist auch eine. Gut. Nun muss ich gleich irgendwie hoch zu dir kommen. Doch vorhin war das viel zu, vorhin war das viel bequemer. Da war alles direkt bei mir hier unten gewesen. Ja, das war praktisch. Nice. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Ich denke, ich gehe dann hier lang. Ach so. Na, Rock'n'Roll eher weniger. Mann, ich find's immer noch kacke, dass man da nicht die Kassen hier... Okay, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Okay. Vorsicht. Falls da eine Wache ist. Normal, ja, oder hast du die weggeknallt? Nein. Die ist noch da, okay. Nein, nein. Ich weiß jetzt nur nicht, wegknallen oder... Also, nee, die kann man leben lassen. Ja. An der bin ich vorhin auch erspielend einfach vorbeigekommen. Vorsicht. Nee, jetzt noch nicht. Ja, der läuft wie ein Besoffener. Du musst da echt aufpassen. Der geht, glaube ich, nicht runter. Nicht? Nee. Sonst geht er doch immer wenigstens die Treppe ein Stück runter. Nein. Aber du kannst jetzt, oder? Oh! Oh, fuck. Ja, aber wir haben immer noch einen Kill. Ja, den brauche ich dann. Ja, sowieso. Unten in der Garage, den brauche ich ja nicht zu killen, wie wir vorhin rausgefunden haben. Yep. Okay, warte. Bevor du zu mir kommst, weil da ist die... Puh. Zweite Wache. Oh, fuck. Vorsicht, der kommt. Ja, ja, der kommt aber nicht hier hin, wo ich bin. Na. Jetzt weiß man langsam bei den Wachen nie. Das, gestern habe ich auch gedacht, ja, die eine Wache, nö, blablabla. Oh. Lebt hier die Wache noch, die hier rumgeht? Nein, die musste ich wegknallen. Weil die ist mir vors Gesicht gesprungen, mehr oder weniger. Weil ich bin gerade nämlich hier in die Ecke, hab die Tür gesehen und dann war er, ist er schon hierher gekommen. Naja, so irgendwie. Boah, ich wäre schon
geil darauf, die beiden Geldautomaten nachher, wenn ich wieder 100 gehe, aufzubrechen, ne? Weil wer weiß, ob wir die Stößer dann noch brauchen. Eigentlich ja nicht. Vorhin haben wir ja auch nur deine gebraucht, oder? Deine Geißel unten habe ich weggeschafft, die dürfte schon mal nicht auffliegen. Gut, du kannst... Ja, komm, ein Ding mache ich auf. Dann haben wir noch drei Störsender. Wachmann habe ich übrigens nicht gesehen. Hier oben? Jupp. Ich habe markiert. 29.000. Haben wir schon mal. Ja, nice. Vorsicht. Ja, war ein Zivi. Ich warte halt noch, bis die Wache da unten vorbeigegangen ist. Oder runter geht. Jupp. Ach, da steht sie sogar. Weil vorher gehe ich da nicht runter. Hab noch was für dich. Oh, nice. Ah, jetzt heißt es warten. Das ist auch so ein bisschen Geduldsspiel wie bei Big Bang, sag ich schon. Bankraub, Schließfächer oder Gold oder irgend so ein Profijob davon. Da ist halt warten. Bis die Scheißwache da den Arsch wieder hochbewegt. Aber denk daran. Wie in die andere Richtung guckt. Aber denk daran, die Kameras unten kaputt zu machen. So, man geht auch mal wieder hoch. Ist ja echt schlimm, hey. Jetzt. Wie steht der Zivi? Natürlich scheiße. Ansonsten knallt den Zivi weg. Nix da. Oh, nice. Vorsicht wegen Wachmann. Denk daran. Und Kamera. Der ist noch eine Etage tiefer. Okay. Und halt aufpassen wegen Kamera. Erstmal den Fernseher anmachen. Der lenkt ab. Wenn der Wachmann hier vorbeigeht, dann bleibt er da erstmal so eine Minute ungefähr stehen. Okay, das wusste ich gar nicht mit dem Fernseher. Hat vorhin ganz gut funktioniert, während ich das C4 platziert hatte. Wie das aussieht, du schwebst das so, obwohl du da den Ding benutzt. Gucken, wo die Wache gerade rumläuft. Piep. Die Kamera, die kann ich halt nicht kaputt machen, solange die Wache da unten ist. Die Wache gerade echt voll aus den Augen verloren. Da steht nämlich gerade beim Fernseher. Alles klar. Ja, der guckt wahrscheinlich gerade Pornos an oder sonst was. Nee, das sind Kamerabilder. Ach so,